Der Amazonenkrieg. Während Theseus damit beschäftigt war, den Staat durch Götterfurcht zu befestigen und daher den Dienst der Athene, Minerva als Schutzgöttin des Landes begründete, auch dem Poseidon zu ehren, dessen besonderer Schützling er war und für dessen Sohn er lange gegolten hatte, die heiligen Kampfspiele auf dem Isthmus von Korinth einführte oder doch erneuerte, wie einst Herakles die Olympischen Spiele dem Zeus angeordnet hatte, wurde Athen von einem seltsamen und außerordentlichen Kriege heimgesucht. Theseus war nämlich in jüngeren Jahren auf einem Federzug an der Küste der Amazonen gelandet. Und diese, die nicht männerscheu waren, flohen so wenig vor dem stattlichen Helden, dass sie ihm viel mehr Gastgeschenke zusandten. Dem Theseus aber gefielen nicht nur die Gaben, sondern auch die schöne Amazone, die deren Überbringerin war. Diese hieß Hippolyte und der Held lud sie ein, sein Schiff zu besuchen. Als sie dieses bestiegen hatte, fuhr er mit seinem schönen Raube davon. Zu Athen angekommen, vermählte er sich mit ihr. Hippolyte war nicht ungern die Gemahlin eines Helden und eines herrlichen Königs, aber das streitbare Weibervolk der Amazonen war über jenen frechen Raub entrüstet. Und noch, als derselbe längst vergessen schien, sannen sie auf Rache, nahmen eine Gelegenheit wahr, wo der Staat der Athener unbewacht schien, und plötzlich, eines Tages, landeten sie mit einer Schiffeschar, bemächtigten sich des Landes und umzingelten die Stadt, in welche sie im Sturm einbrachen. Ja, sie schlugen mitten in derselben ein ordentliches Lager und die erschrockenen Einwohner hatten sich auf die Burg zurückgezogen. Beide Teile verzögerten darauf aus Scheu den Angriff. Endlich begann Theseus den Kampf von der Burg herab, nachdem er dem Orakel gemäß dem Gotte des Schreckens ein Opfer gebracht hatte. Anfangs wichen die athenischen Männer dem Andrange der fremden Mannsweiber und wurden bis zu dem Tempel der Eumeniden zurückgedrängt. Dann aber erneuerte sich der Kampf von einer anderen Seite her. Der rechte Flügel der Amazonen wurde bis zu ihrem Lager zurückgetrieben und viele wurden getötet. Die Königin Hippolyte soll in dieser Schlacht ihres Ursprungs uneingedenk mit ihrem Gemahl gegen die Amazonen gekämpft haben. Ein Wurfspieß traf sie an Theseus Seite und streckte sie tot danieder. Ihrem Gedächtnis wurde später eine Säule zu Athen errichtet. Den ganzen Krieg beschloss ein Friedensschluss, demzufolge die Amazonen Athen verließen und in ihr Vaterland zurückkehrten.